Ja, servus, liebe Beule-Fans. Wir versuchen heute mal was ganz was anderes. Und zwar einen Podcast. YouTube bietet aktuell ja auch Podcasts an, die man hochladen kann. Und ich glaube, da tun wir uns echt leicht, dass wir so aktuelle Infos irgendwie rüberbringen, wie es uns geht, wo wir sind und was wir so zur Türkei aktuell so sagen können, wie es uns, wie wir es erfahren haben bis jetzt. Und ja, das versuchen wir mal, vielleicht klappt es. Und wir hoffen, dass es euch Spaß macht. Wir sind jetzt seit 4 Wochen unterwegs und versuchen mal ja so ein bisschen ein Resümee zu machen. Ja, und haben uns gedacht, wir teilen das in ein paar Themen auf. Ja, wir sind Ende Mai eingereist in die Türkei bei Edirne und ja, wir wollen mal über die Einreise ein bisschen was berichten. Und ja, das ging super eigentlich. Es ging super. Besser. Obwohl uns alle gewarnt haben, Grenzübergänge, stundenlange Staus, ja nicht am Wochenende und. Es gab lange Staus, aber leider nur für die armen Lkw-Fahrer. Also für uns ist der Grenzübergang eigentlich, es waren so diverse Etappen, Desinfektion und dann irgendwie Dings und Dings und Dings oder sowas. Aber es ging ja irgendwie echt ratzefatze eigentlich. Ja, also ohne, dass wir irgendwo nennenswert rumgestanden sind oder warten hätten müssen, null. Wann waren wir denn am Grenzübergang? Ich glaube so um 8 oder so. Also nicht einmal sonderlich früh. 9, oder ja. Halb 9 oder 9. Ja. Und ja, das ging echt erstaunlich toll. Und dann? Ja. dann hat man 3 Sachen, die wir braucht haben. Diese HGS-Vignette für die Maut auf den Straßen. Es sind ja nur bestimmte Straßen mautpflichtig und die anderen nicht. Das kann man natürlich auch am Navi einstellen, aber die wollten wir unbedingt haben. Also nicht und nur Straßen, sondern auch bestimmte Brücken. Und da waren die Informationen, die wir dazu erhalten haben, irgendwie ein bisschen zwiespältig. Also die einen haben gesagt, ja, also an diesen HGS-Mautstationen kann man nicht mit Bargeld zahlen. Ja. Die Station, die wir bisher gesehen haben, konnte man an allen auch bar zahlen. Aber es ist natürlich schöner, man hat die Maut, weil dann kann man einfach durchfahren. Und ja, es wird einem sogar angezeigt, was es kostet. Also man kann runterrechnen, finde ich auch irgendwie ganz nett. Ja, super. Und also wie gesagt, so ganz verpflichtend scheint die nicht zu sein. Wie gesagt, man kann bar zahlen und man kann sie auch umfahren. Und ich habe auch von Leuten gehört in YouTube, die gesagt haben, sie sind durchgefahren, sie hatten sie nicht, es macht Lalü. Dann weiß man, oh, jetzt hat man nur noch so und so lange Zeit, bis man nachträglich zahlt an diesen Postfilialen. Aber das haben wir nicht ausprobiert. Also wir haben uns die am Anfang besorgt und haben sie bisher sehr wenig gebraucht. Aber das war einfach so ein Gedanke im Vorfeld, wo man sich vielleicht viel Kopf macht für wenig. Ja, stimmt. Also man macht sich viel Kopf und im Endeffekt muss man sich gar nicht so viel Kopf machen. Es geht viel lockerer, als wie am Anfang gedacht. Genau. Und wenn jemand wirklich auf dem Weg ist in die Türkei, wo es diese Dinger gibt, wenn man nur über die Grenze fährt und nach dem HGS schaut. Also da gibt es irgendwie einfach solche Buden neben der Straße und im Zweifel ein paar Kilometer weit hinter der Grenze. HGS, das haben wir ein paar Mal hintereinander gesehen, wo es die Dinger zu kaufen gegeben hätte. Aber im Endeffekt sind doch diese PTT, das sind Postjobs, diese Shops, da steht in jedem kleineren Dorf oder so, gibt es diese PTTs und da kann man sich diese Vignette aufladen. Und dann ist man wieder safe irgendwie. Also wir haben, glaube ich, 30 oder 40 Euro drauf. 30. Und da haben wir immer noch genügend. Genau, aber vor allem der Punkt ist einfach, wenn man über die Grenze kommt und wenn man das Ding haben will, dann muss man nicht nach einer Post suchen, sondern muss man einfach wirklich nur nach HGS, nach diesem HGS, was sind es für Buchstaben? HGS? HGS, genau. Und die kommen dann einfach, ich sage jetzt mal, im Radius von 10 Kilometer hinter der Grenze sind da diverse Shops, wo man es kaufen kann. Ja, also HGS, sage ich einmal, haben wir jetzt schon so oft gesagt irgendwie, ist kein Problem, ja, würde ich mein Fazit machen, wirklich kein Problem.
ein bisschen aufladen, 20 Euro. Und wie gesagt, das Navi kann man auch sagen, Mautstraßen vermeiden. Und ja, dann ist man safe unterwegs. Bei der Gelegenheit bietet sich an, dass wir über die Straßen und die Infrastruktur hier mal reden. Wie gesagt, die Autobahnen, wo man HGS-Maut zahlen muss, das ist unvorstellbar, wie toll das diese Straßen sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sowas gibt es in Deutschland nicht. Ja, ich finde echt, das war Wahnsinn. Also da fährst du 30 Kilometer und da kommt keine Kurve und kein Hügel, gar nichts. Und vor allem ist da natürlich kein Verkehr, weil nebenan die Bundesstraße auch super gut ist und nichts kostet. Also diese Überlandstraßen oder Bundesstraßen, je nachdem wie man es nennt, die heißen irgendwie meistens D irgendwas oder so, DXXX. Und die sind immer vierspurig, also zwei auf jeder Seite, mit einem riesen Mittelstreifen und einem Standstreifen. Da kannst du durchbrettern, das ist wie eine Autobahn. Also sowas gibt es bei uns wirklich nicht. Also Hammer. Das sind bei uns Autobahnen schlechte. Aber hier sind das wirklich tolle, super tolle Straßen. Hammer. Und wie gesagt, diese HGS-Autobahnen, die sind die findest du nur hier. Das war wirklich enorm. Da sind wir bisher erst reingefahren und ansonsten machen wir auch immer so mautfrei und das geht super. Genau. Und wenn dann Tunnel kommen auf der Strecke, die sprechen mit einem. Das ist uns zum ersten Mal passiert. Ja. Wir haben ihn leider nicht verstanden und haben uns dann ausgemalt, was er sagen könnte. Irgendwie, danke, dass Sie uns genutzt haben. Aber so, vermutlich hat er gesagt, halten Sie sich an die Geschwindigkeit. Genau. Wir wissen es nicht. Sie waren 3 Kilometer zu schnell, fahren Sie langsamer. Nee, also das war wirklich, ich bin begeistert. Genau, aber bevor man jetzt irgendwie auf den Gashebel drückt, auf der Bundesstraßen, muss man schon irgendwie im Auge haben, dass es überall, jederzeit vorstellbar ist, dass irgendwie eine Kuhherde, eine Eselherde oder was auch immer irgendwie Pferde, über... Pferde, Schafe, Ziegen. Oder der Bauer in der falschen Richtung oder irgendwas irgendwie, also ich sag daherkommt. Jetzt mal... Ja genau, daherkommt, passt. Ja, also du es sind dann so 90 erlaubt so zum Fahren. Aber wenn dann natürlich 5 Kühe irgendwie auf der Straße stehen, dann ist 90 irgendwie zu schnell. Und 2 schon links sind und die 3 noch rechts, dann weiß man gar nicht, was passiert. Ja, ja, also das kann passieren, ist wirklich spannend und man muss auf alles gefasst sein. Ohne was es auf Reise fast überhaupt nicht mehr geht, ist ohne Datenvolumen, dass man seine Computer nutzen kann, seine Handys, dass man suchen kann irgendwo. Ihr wisst ja selber Bescheid, wie das so funktioniert. Ja, da sind wir auch an der Grenze gleich einmal, haben wir versucht, irgendwas zu finden und sind schlussendlich, ich weiß nicht, ob das der günstigste Anbieter ist, wahrscheinlich nicht, bei Turkcell gelandet. Ja gut, es gibt wohl nur 3 große und wir haben da schon andere auch probiert. Wir haben uns natürlich vorher auch Internetgeschichten angehört oder so und dann haben die gesagt, passt auf und Daten, also dass man so ein Paket nimmt, das ist am Anfang teurer, so ein Family-Paket, aber man kann es dann gut aufladen und da haben wir am Anfang schon ein bisschen rumgesucht von den Möglichkeiten, die es gab. Also wir sind bei Turkcell gelandet. Ja, und bisher, sage ich mal, fahren wir damit eigentlich ganz gut. Es gibt überall, in jeder mittelgroßen Stadt oder so, gibt es Turkcell-Läden. Und meistens, wenn man drin steht oder so und schaut recht blöd, dann kommt irgendeiner daher und fragt, sprechen Sie Deutsch, brauchen Sie Hilfe? So. Oder wollen Sie einen Kaffee trinken? Ich lade Sie ein. Total nett. Also ist wirklich super, hat super. Und das läuft dann folgendermaßen. Also wir haben so ein Starterpaket gekauft, das ist relativ teuer. Da gibt es nur 20 GB am Anfang und anschließend kann man so erweitern dann. Wir haben einmal 40 GB gekauft heute oder zweimal heute auch. Und heute beim ersten Mal, wir haben heute zweimal gekauft. Er wollte uns plus 30 verkaufen. Da habe ich gesagt, ja, aber es ging schon mal 40 und das verstehen sie natürlich nicht, da kann man überhaupt nichts machen. Und ja, dann sind wir in den zweiten Laden rein und da gingen dann 40. Haben wir halt also 70 aufgeladen
und das wird wieder eine Zeit lang reichen. Also Turkcell, wir kommen ganz gut klar. Genau, es ist inzwischen sogar so, dass ich sage jetzt mal, wenn man auf so einem Park and for Night Platz steht, da steht dann dabei, ob ein gutes Turkcell Empfang da ist, steht oft dabei. Und wie gesagt, bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren. Und jetzt, wenn man ein Beispiel haben will, wir haben heute diese 40 Gigabyte aufgeladen und haben dafür 410 türkische Lira bezahlt. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner, aber momentan steht so ein 15 Euro oder so. Ein Euro sind irgendwie 25 türkische Lira. So, ja. So kann man ungefähr rechnen. Also das ist soweit ganz okay eigentlich. Ja, also 40 Gigabyte für 15 Euro oder so um den Dreh rum. Da kann man leben damit. Also wir werden da nicht rumschachern und das passt soweit. Worauf man aufpassen sollte, also weil wir waren auch bei den Leuten von Vodafone meines Wissens und die hätten uns auch Angebote verkauft, aber nur einen Monat gültig. Ah, ja. Da wir 3 Monate unterwegs sein wollten, sollte das mindestens 3 Monate gültig sein und ich glaube, es ist auch das längste von diesen Angeboten. Ja, das stimmt. Und also deshalb war Turkcell, wie gesagt, bei uns, ich glaube, das war der Ausschlaggeber tatsächlich. Ja. Also das ist natürlich toll, wenn man was kauft und wenn man jetzt nicht so viel braucht wie wir und man weiß, das hält dann 3 Monate lang, dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Ja, dann haben wir noch ein wirklich eigentlich wichtiges Thema mit Bargeld und Bezahlen. Es hat geheißen in der Türkei, man kommt nur mit Bargeld durch. Und da muss ich sagen, das stimmt irgendwie nicht ganz. Also du kannst an jeder Tankstelle, wie bei uns und wie überall auch, mit Karte, mit Kreditkarte zahlen. Das funktioniert überall und ist kein Problem. Genau, bei der Kreditkarte fallen halt die normalen Kreditkartengebühren an. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 35 Cent, wenn man für 25 Euro einkauft oder was in der Größenordnung. Ja, ansonsten, wie ich schon gesagt habe, beim Tanken oder so funktioniert das ganz gut. Und teilweise kann man auch in Supermärkten zahlen, also haben wir schon festgestellt. Wir versuchen halt Bargeld möglichst zu sparen, weil wir nicht so viel dabei haben. Tipp an der Stelle, nehmt, wenn ihr in die Türkei fahrt, Bargeld mit, so viel es geht. Genau, weil, wie man ja weiß, ist die Inflation so hoch. Und es ist immer so ein Zeitversatz drin. Das heißt, wir haben inzwischen festgestellt, wenn man Bargeld tauscht, man fragt an der Bank nach dem Kurs und der ist oft so deutlich höher als der Kurs, den man bekommt, wenn man Geld zieht am Automaten. Und beim Geldziehen hat man immer noch dieses Risiko, dass der Automat erstmal sagt, er verlangt 7 oder 8%. Dann muss man erstmal sagen, man stimmt dem zu. Und dann wird man noch gefragt, ob man in Euro abrechnet oder in türkischen Lira. Und jetzt ist es halt so, man muss unbedingt sagen, dass man in türkischen Lira abrechnen will, weil dann machen die Banken das unter sich zu einem bestimmten fixen... Also Entschuldigung, es macht die heimische Bank, rechnet das dann in Euro um und nicht die hier ansässige türkische Bank. Und das ist total wichtig, dass man das beachtet. Also hier, jetzt haben wir gerade noch Besuch auf unserem, oder einen Vorbeifahrer auf unserem Platz hier gehabt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir genau waren. Also wichtig ist, wenn man Geld zieht, in türkischen Lira abrechnen. Weil das heißt so, das ist der wie heißt das? Da musste ich über den Tisch ziehen. Der Ober über den Tischzieher überhaupt oder so, dass die bei der Umrechnung da dermaßen viele Dinger draufhauen, dass das gar spassend ist. Und dann eben sagen, in türkisch Lira abrechnen und daheim macht die heimische Bank, die rechnet das dann um in Euro. Und dann ist man safe. Genau, aber das ist eben noch nicht alles, sondern dieser Automat sagt erst zu dir, du musst zustimmen, dass er so und so viel Prozent nimmt. Und diese so und so viel Prozent sind, sage ich, bewegen sich zwischen 6,5 und 8%. Da muss man erst zustimmen. Jetzt ist es so, ich zum Beispiel habe ein Kontomodell, wo drin steht, dass ich keine Gebühren zahle. Der Hubert hat extra eine Kreditkarte gemacht, wo es heißt, dass solche Gebühren nicht belastet werden. Nichtsdestotrotz, wenn du ziehst, musst du erstmal zustimmen, dass diese Prozent abgezogen werden. Da schluckt man erstmal. Ich meine, bei der ersten Abrechnung siehst du dann, dass sie zumindest bei mir nicht belastet wurden, bei dir wahrscheinlich auch nicht.
Aber wie gesagt, das sind so Sachen, das ist unschön und gibt so ein ungutes Gefühl im ersten Moment. Also deshalb erst testen. Wir haben auch Reisende getroffen, die gesagt haben, sie wollten das gar nicht. Sie haben viel Bargeld dabei und tun Bargeld tauschen und schauen halt, wo ist der Kurs besser, beim Goldhändler oder in der Bank. Uns haben sie den Goldhändler ans Herz gelegt. Tatsächlich war es in der Bank viel besser. Aber will sagen, um eine türkische Lira war es in der Bank besser als wie beim Goldhändler. Genau. War aber offizielle oder so ein Insider-Tipp, der beim Goldhändler tauschen, sind weil die Kurse viel besser. Das sind die Kurse viel besser. Man muss halt ein bisschen schauen. Ja. Aber Tatsache sind, die Bargeld-Umtauschkurse sind höher als die Kurse, die du zu welchen du an, wenn du Geld am Automaten ziehst, den Kurs kriegst. Okay. Stopp. Ja, jetzt gehen wir noch auf was ein, was wir uns am Anfang auch irgendwie überhaupt nicht zurechtlegen konnten und gar nicht wussten, wie man damit umgeht, mit diesen ganzen Kopftuchgeschichten und Frau darf jenes und Mann darf nicht, viel mehr, genau, kurze Hose oder nicht. Und das ist das. Genau, also ich hatte mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, was weiß ich, kann man mit Träger los und irgendwie und ich in kurzen Hosen oder mich eher noch schnell umgezogen und eine 7-8 lange angezogen oder so, bevor man ins Restaurant ist oder keine Ahnung. Tatsache ist, es scheint viel lockerer zu sein, als man befürchtet hat. In den Städten und Dörfern muss ich sagen, also man sieht sehr viele verschleierte Frauen und das ist aber trotzdem alles ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt halt Gegenden, da sind neben den verschleierten Frauen tatsächlich auch welche mit Röcken und mit kurzen Ärmeln oder so. Aber das ist eben ganz unterschiedlich. Und ich denke mal, wir haben so einen kurzen Eindruck immer nur von der Stadt und können wir nicht sagen, hier ist es so und da ist es so. Aber man hat jetzt zumindest nicht den Eindruck gehabt, dass wir schlecht angeschaut werden, weil wir völlig unangemessen gekleidet waren. Und das waren wir halt dann ja tatsächlich trotzdem, auch wenn wir uns ein bisschen Mühe gegeben haben. Sondern, also da muss man sich weniger Kopf machen, als man so im ersten Moment denkt irgendwie. Ja. Klar, wir waren aber auch nicht in der Moschee, muss man sagen. Wir haben die bis jetzt nur von außen gefilmt und haben, wenn dann nur die Sanitäranlagen genutzt, wenn die Not groß war. Weil, das muss man wissen, an jeder Moschee gibt es Toiletten. Also nur für den Notfall. Ja, ansonsten sind die, muss ich auch sagen, vom Gefühl her sehr liberal, das Ganze. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, habe mir so nicht vorstellen können. Also du merkst nicht, dass du irgendwie komisch angeschaut wirst oder was. Kleine Anekdote am Rande oder so. Wir sind heute in der Stadt gewesen und dann haben wir geparkt, weil wir Turkcell aufladen wollten. Und dann kam ein Türke hinter uns, der wollte parken und ich bin ausgestiegen und so. Und dann sagt er so, oh, du schaust da aus wie ich. Und er kam vom Abriss, von der Baustelle. Abrissbauarbeiter. Genau, und der Hubert kam wie immer. Also ich meine, wenn man seine Videos kennt, habt ihr vielleicht eine Vorstellung. Aber du kannst beruhigt und echt völlig entspannt überall hingehen und machen und tun. Die sind sehr, sehr locker drauf, muss ich sagen. Macht Spaß. Ein ganz interessanter Punkt oder so ist der mit der Sprache. Man kann es total knicken, dass man zum Jungen hingeht und fragt, do you speak English? Das können die nicht. Die ziehen sofort das Handy raus und machen Google Übersetzer und erzählen irgendwas auf Türkisch und machen das dann auf Deutsch. Und also eher passiert es noch, dass ein Älterer Deutsch kann oder auch Englisch. Aber die Jungen, muss ich ehrlich sagen, das ist schwierig irgendwie, dass man da mit Englisch irgendwas bewirkt. Jetzt hast du mal einen Gedanken genommen. Oh, das wollte ich nicht. Heike wollte was sagen. Ja, ich wollte vorher was sagen. Okay. Hat es nicht gepasst. No. No.
Genau. Was ich eigentlich anfügen wollte, war, es ist nicht nur, dass die Jungen grundsätzlich irgendwie in der Schule hier kein Englisch zu haben scheinen, sondern es ist der Punkt, dass auch die Jungen, die in touristischen Kappadokien, im Pamukkale, keine Ahnung, also die da in einem Restaurant oder in einem Hotel oder in irgendwie so Locations arbeiten, wo sie viel mit Touristen haben, die können trotzdem kein Englisch. Also wir waren total geschockt ganz oft, wo man gedacht haben, also in dem Restaurant zumindest irgendwie Eckdaten oder so, also wenn das Restaurants waren oder Hotels, also das gibt es hier tatsächlich also ungefähr nicht. Jeder macht Google Übersetzer, hält sie unter die Nase, dann hast du immer kein Internet in dem Moment, was immer irgendwie Kacke ist, weil du dich mit seinem Handy nicht auskennst. Also das ist immer ein bisschen geprimelt. Ja. Also da muss ich auch sagen, so das Nicht-Englisch können, das wird teilweise mit einer Selbstverständlichkeit irgendwo hier zelebriert und gelebt. Das ist ein bisschen erschreckend. Also finde ich komisch. Also, das kennen wir von nirgends auf der Welt. Das kennen wir von nirgends auf der Welt. Also du kommst eigentlich überall durch. Aber das kann natürlich sein, je östlicher das man kommt und deswegen umso schwieriger wird das Ganze. Ja, wir waren in so einem ganz netten, wir sind zum Kaffee eingeladen worden heute und dann hat der Herr Saladin gesagt, dass die Jugendlichen ländlich eigentlich überhaupt kein Englisch nicht haben, sondern nur in den Großstädten. Also in der Schule wird nur in Istanbul, Ankara, Izmir wird Englisch unterrichtet, ansonsten kann man das knicken. Und ja, genauso hat man den Eindruck, dass das also nicht so sehr verbreitet ist. Ja, das soweit zu diesem Thema. Ja, ein bisschen zu Parks und Eintritten in irgendwelche Touristenattraktionen. Wir sind ja eher nicht so die Attraktionensucher, sondern wir versuchen irgendwie abseits irgendwas zu finden. Wir haben also alternativ Pamukkale aufgesucht, aber das war jetzt ehrlich gesagt nicht so der Brüller. Das war zwar ganz nett. Das kommt auch im nächsten Video wahrscheinlich. Und dann haben sie uns abgeraten, dass man Pamukkale eigentlich rauslassen kann, weil Pamukkale selber ist nicht so toll überbewertet. Und ja, wir sind dann trotzdem hin, weil wir gesagt haben, ja, das muss man mal schauen. Und im Endeffekt hätten wir es mit Sicherheit bereut, wenn wir dort nicht hingefahren wären. Das war richtig toll. Es war richtig toll und gut, vielleicht lag es an der Zeit. Wir waren ein bisschen vor Saison und es war vielleicht deshalb nicht ganz so viel los. Aber dieses Gelände von Pamukkale, das ist halt so weitläufig. Und da gibt es ja nicht nur diese paar Sinterterrassen, sondern da gibt es da hinten riesige, also es sind ja keine Ausgrabungen mehr, sondern da stehen ja total komplette Theater und Museen und Dings. Also da ist so viel, wo man schauen kann und irgendwie... Also das ist wirklich ganz toll und ich hätte es sehr schade gefunden, wenn wir nicht dort sind. Und klar ist mal so eine Gruppe mit Guide vor einem, aber die lässt man halt vor oder man überholt sie und dann ist halt wieder gleich wieder Ruhe im Schacht. Also ich muss sagen, ist touristisch, aber nicht so schlimm wie gedacht. Ja. Also das muss man sich vor Augen halten. Es lohnt sich auf alle Fälle, es ist ganz toll und ich war bin ja so ein Preller da und habe überhaupt keine Ahnung mit diesen kulturellen Sachen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Pamukkale auch so eine alte römische Stadt irgendwie ist. Und ich habe immer gedacht, es sind nur diese Sinterterrassen. Nö. Also das ist richtig beeindruckend. War toll. Also super geil. Und ja, dort haben wir versucht, nicht so absichtlich versucht, aber wir haben probiert, ob man irgendwie vom Rand aus reinkommen kann. Das wäre wohl möglich, aber oben sitzt dann irgendwer und fängt dich dann ab und sagt so, nö, du musst den Eingang Nord oder Süd oder so benutzen. Das weiß man nicht. Also wir haben einfach die Pamukkale von außen sozusagen, von hinten sozusagen angefahren, weil wir von dort gekommen sind und auch dort war es ja schon schön. Und dort gibt es ja halt ganz viel freie Flächen, wo man irgendwie, sage ich mal, parken könnte und irgendwie man sieht halt trotzdem
diese Steine schon von hinten, was auch schon irgendwie ein Ereignis ist, sage ich mal. Und da kamen dann auch Einzelne vorbei und sind dann irgendwie in die Richtung marschiert. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben natürlich kurz geliebäugelt, aber wir haben es nicht gemacht. Und ich muss sagen, wie wir dann drin waren, habe ich mir natürlich die Ecke nochmal genau angeschaut. Und da saß wirklich eine so eine Aufsicht und hat irgendwie da gepasst. Überall waren Schilder, dass man diese Terrassen nicht betreten soll. Ist ja klar. Ich meine, das ist denen ihre Einnahmequelle Nummer eins und die können es nicht brauchen, dass die niedergetrampelt und zerfetzt werden, weil sich halt irgendwie ein paar, irgendwie, was hat der Eintritt gekostet? Boah, kann man vergessen, irgendwie, also keine 10 Euro, sage ich mal. Ja, also ich weiß nicht, es war wirklich bezahlbar und genau, also von daher, man kann schon verstehen, dass das nicht gewünscht wird. Und ich meine, allein, dass sie dich auf der Hinterseite da stehen lassen, also da könnte dass man hinfahren kann. Man kann da hinfahren, man kann da rummarschieren, da gibt es auch schon, da kommt Wasser von diesen Terrassen runter, da sind die weißen Steine trotzdem und irgendwie, und es gibt ganz viel Fläche, wo man einfach stehen, wenn du man Camper hatte, übernachten könnte, genau. Ja. Und das, da kräht kein Hahn. Und ich meine, bei eben Nummer 1 Highlight in der Türkei, man stelle sich das vor. Und ich meine, das zweite große Highlight ist natürlich Kappadokien. Und ich muss sagen, wir haben Eintritt gezahlt auf Pamukkale und ein einziges Mal in Kappadokien. Und dabei, jeder Winkel in Kappadokien ist irgendwie neu bezaubernd. Du kannst eigenständig dahin marschieren und irgendwie alle Höhlen und alle Bauten irgendwie untersuchen. Du kommst da rein, du kommst dahin, ohne dass du Eintritt gezahlt hast. Also sprich, dieser Eintritt ist wirklich so selten. Und dann sind es wirklich auch immer nur so ein paar Euro, wo man sich sagt, mein Gott, so what? Ja, ja, also da muss man wirklich nicht rumgeizen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Wir haben eine ganz tolle Wanderung gemacht in Kappadokien. Richtig Glück. Entschuldigung, richtig Glück gehabt. Richtig Glück gehabt von so einem Haupteintrittspunkt irgendwo, wo wirklich alle Touris irgendwo so durchrennen. Und wir sind da von der Seite irgendwo hergekommen und sind da raufgegangen dann und von der Seite eingestiegen. Und ja, war keine Absicht, wir wollten kein Geld sparen, also so ist es nicht. Und ja, dann sind wir da oben gewesen und irgendwann sind wir links abgebogen in ein Tal rein und plötzlich war das total super und Wahnsinn. Also das war richtig mega landschaftlich. Es war eine unserer schönsten Wanderungen tatsächlich und um es zu vereinfachen, es gibt einen sehr hochgelegenen Campingplatz, Kaya Camping heißt der, war geschlossen bei uns. Und direkt hinter diesem Kaya Camping geht ein Weg nach unten, ich sage jetzt mal nach unten ins Getümmel, aber da hat man irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das Kilometer sind, irgendwie Zeit. Und dieser Weg dazwischen ist so bezaubernd, können wir nur jedem empfehlen. Ja, da geht es so Richtung Rose Valley und wir sind im Prinzip von der anderen Seite gekommen und dann so Richtung Rose Valley dann auch so rübergegangen. Kann man echt empfehlen und war absolutes Highlight. Also bis jetzt toll. Ja, Thema Wildstehen. Wir sind natürlich meistens zumindest, diesmal gibt es ein paar Ausnahmen, also wir sind auch auf Campingplätzen schon gewesen und zusätzlich kam hinzu, dass wir sogar schon in zwei Hotels waren. Das hat immer den Grund gehabt, dass uns gesundheitlich, dass uns gesundheitlich nicht so gut gegangen ist. Mein Herz an meiner Husterei. Ich bin immer noch angeschlagen, dass wir ein paar Tage im Hotel waren und es versucht haben auszukurieren. Und beim ersten Mal, als wir im Hotel waren, war der Grund einfach, da hat es so geregnet. Da wollten wir nicht uns vorstellen, dass wir im Auto schlafen. Also im Auto schlafen bei Regen, das geht ja noch. Aber wenn du raus musst, dann ist es absolut kein Spaß nicht. Oder Zugangsstraße. Ja. Ja, und freistehen, das war eigentlich das Thema. Am Anfang haben wir auch schon in einem Video gesagt, glaube ich, dass die Türkei ein Paradies ist, um Freistehplätze zu finden.
Das war unser Eindruck am Anfang, aber zwischenzeitlich, ja, wir reden vom Westen bis Kappadokien. Du konntest zwar relativ viel und überall hinfahren, aber es fängt an, sodass das alles sehr landwirtschaftlich genutzt wird. Zufahrtsstraßen gibt es nur, wenn irgendwo landwirtschaftliche Nutzung auch stattfindet. Das heißt, du fährst irgendwo rein und dann kommen irgendwelche Häuser und Leute. Und das Land ist einfach so riesengroß, dass die gar keine Kapazität haben, nutzlose Straßen, also nur für den Tourismus oder für den Spaß irgendwie zu bauen. Die bauen nur Straßen, wenn die auch irgendwo genutzt werden. Genau. Und es gibt zwar sehr viele Hügel außenrum und die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, aber da gibt es halt dann auch keine Treckerspur, sondern da gibt es einfach nichts. Und maximal schütten sie rechts und links irgendwie den Schutt, den sie von irgendwo haben, hin und du kommst da einfach nicht rein ins Gelände. Also da sind Gräben, Wassergräben oder irgendwas, dass du gar nicht da reinkommst. Das ist unglaublich, das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Du bist in einem Gebiet, wo du denkst, oh, hallo, überall Freistehplätze, aber du kommst nicht hin irgendwie. Ja, also da waren wir ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet zwischenzeitlich. Es ist landschaftlich toll, aber du kommst nicht überall hin. Aber erst so die letzten 2-3 Tage. Ja, Heike sagt so, erst die letzten 2-3 Tage waren schwieriger. Das stimmt und es ist schade irgendwie, weil wir würden natürlich sehen, wo wir gerne hin wollten, aber da kommst du nicht hin. Das ist wirklich ein Problem. Ja, Alternative zum Freistehen wäre, dass man sich auf einen Campingplatz mal einmietet. Aber das ist auch nicht so einfach. Also wir sind jetzt zwischenzeitlich schon ziemlich weit im Osten, kurz vor dem Wansee und an der armenischen Grenze. Wir wollen Ararat sehen und in der Gegend dann hochfahren Richtung Schwarzmeerküste. Und mit Campingplätzen ist da einfach nicht mehr so richtig was los. Ja, das heißt, das fällt irgendwie auch weg als Möglichkeit, dass man sich irgendwo hinstellt. Und ja, es geht natürlich immer, aber es ist nicht so ganz einfach. Ja, wie soll ich das zusammenfassen, auf den Punkt bringen? Das ist nicht wirklich ein Problem. Man kann auf alle Fälle damit umgehen und sich darauf einstellen. Und es gibt immer eine Lösung. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwo ist und da kommen Leute vorbei, es ist uns noch nie passiert, dass irgendwer gesagt hat, oh, das ist ein Problem, da könnt ihr nicht stehen oder so. Das pure Gegenteil ist immer der Fall. Sondern die halten eher und fragen, ob du ein Problem im Auto hast oder ob dir irgendwas fehlt. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich, wie nett. Und irgendwie jeden, wenn du sagst, irgendwie, ja, ist es hier ein Problem? Nein. Also toll. Wirklich super freundlich, die Leute. Also nicht nur, wie sie einen ständig einladen zu Kaffee und Ding, aber wirklich super freundlich, krass. Zu Kaffee und Chai. Ja. Ja, also da sind wir wirklich begeistert und das ist ein absolutes Highlight der Türkei, dass die Leute absolut der Hammer sind. Also so viel Freundlichkeit und Nettigkeit und Offenheit uns gegenüber ist der Hammer. Das Einzige, wo man jetzt sagt, Offenheit, was wir heute gesehen haben, zum Beispiel bei ganz relativ kleinen Kindern, so bis 10 Jahre oder so, die sind ein bisschen komisch irgendwie manchmal drauf. Aber ja, also winken meistens auch, aber manche deuten auch komische Sachen. Kinder halt, ja genau. Ein wichtiges Thema ist natürlich Essen. Das ist natürlich auch für jeden anders und wir versuchen das zu beschreiben, so aus unserer Sicht. Wir sind natürlich schon ab und zu, weil ich ganz gut koche, daheim. Immer rechte Schleckermäuler und hier ist es ein bisschen schwieriger. Das Essen generell gehen, es gibt halt überall an jeder Ecke türkisch Food. Das ist fast so wie in Griechenland, aber das ist natürlich immer relativ gleich.
Ich sag mal Köfte, Döner, Pommes, Spieße und ja, das war's dann. Was wir toll finden, das ist das mit dem Ayran. Es gibt immer zu jedem Essen irgendwie Ayran dazu und da kann man sich echt dran gewöhnen. Das macht Spaß. Aber irgendwann willst du halt einfach mal was anderes irgendwie als wie Köfte. Das ist wie in Griechenland. Das ist ganz schwierig irgendwie, wenn du immer das Gleiche kriegst, dass man sich da nach 4 Wochen dann noch freut drüber. Und selber kochen ist halt auch schwierig, weil es gibt nicht so viele Sachen. Das ist echt eine parmesanfreie Zone, sage ich immer zur Eiche. Was toll ist, das ist das, man muss sich echt keine Gedanken machen, dass man Schweinefleisch irgendwie so auf den Teller kriegt. Das finde ich jetzt wirklich positiv und macht Spaß. Also wenn man irgendwo und wenn man ganz fleischlos unterwegs sein will, dann ist man auch relativ gut aufgestellt. Es gibt viele Auberginen-Sachen, es gibt natürlich Salate, wobei die natürlich nicht so super prickelnd lecker aufbereitet sind, als wie wenn man sich das so in den kühnsten Träumen irgendwie erhofft und ausarbeitet. Aber man konnte es essen. Also es wirklich passt und macht satt. Gibt auch ein paar Vitamine. Ich finde, der Hubert sagt das ein bisschen zu pauschal. Man muss natürlich sagen, wir sind ja schon lange unterwegs. Wenn man jetzt auf 2 Wochen Urlaub ist, dann ist natürlich alles spannend, lecker und neu. Ich meine, ich esse auch gern irgendwie einen Hühnerspieß mit Pommes mal oder einen Kebab. Also das ist ja gar nicht die Frage. Sondern der Punkt ist, wenn das Angebot irgendwie zu lange einseitig ist. Und ich muss sagen, wir versuchen schon immer in Restaurants zu gehen, die ein bisschen schöner ausschauen oder wo du eine Theke hast, wo man so ein bisschen Auswahl hat. Aber auch dann wird es nach längerer Zeit ein bisschen eingeschränkt. Die Leute haben tolle Sachen mit Auberginen. Also da gibt es alle Varianten. Also und die meisten sind lecker. Nur wenn man sich an den Auberginen mal satt gegessen hat, dann wird es schon schnell eng. Weil dann gibt es noch mal eine gefüllte Paprika oder sowas, aber dann sind wir mit Gemüse ziemlich durch. Also ja, okay, noch ein paar Bohnen. Aber ich will sagen, ja, da sind sie jetzt nicht so raffiniert dann auf lange Sicht. Jemand, der 2-3 Wochen hier überbrückt, glaube ich, der kommt gut klar und hat irgendwie gute Auswahl und ist happy. Wenn jemand länger unterwegs ist, dann muss er schon ein bisschen mehr schauen, was er braucht und wo er es findet. Ja, ich sag mal so, ich esse auch gern oder wir essen auch gern so Hummus-Geschichten, so mit Kichererbsen. Aber wenn es natürlich irgendwie, wenn das so das Einzige ist, wo man ein bisschen so Abwechslung reinbringt und es gibt nicht viel Alternative dann dazu, dann wird es auf Dauer dann schwierig irgendwie. Ja, wir haben von einem Einheimischen, der hat uns Mantis, das sind so Mini-Dimsums, die werden in Wasser gekocht. Man kann das eigentlich machen, wie man lustig ist irgendwie. Und zum Schluss kommt irgendwie Joghurt drüber und Gewürze, da kann man Minze reintun und was auch immer. Und die Mantis, die sind wirklich lecker. Das ist eine Bereicherung. Das haben wir jetzt 2-3 Mal gemacht und da kann man auch schön variieren und das ist ganz witzig irgendwie. Also man kommt schon klar. Aber es ist natürlich irgendwie so kulinarisch nicht das Top-Land schlechthin. Das weiß wahrscheinlich jeder. Vor allem, wenn man mal zum Beispiel italienisch essen will und nicht türkisch. Oder Wein trinken will statt irgendwie Ayran. Dann könnte es schon schnell enger werden. Also sprich, Heike will sagen, es gibt keinen Spritz, es gibt keinen Prosecco und ich sage, es gibt keinen Parmesan. Wenn man auf sowas steht, dann ist man hier, muss man ein bisschen Abstriche machen. So, jetzt haben wir ziemlich einen langen Podcast schon gemacht. Wir sind bei fast 40 Minuten. Wir sitzen hier noch draußen, irgendwo auf dem Berg. Keine Ahnung genau wo. Kriegst du das noch zusammen, wo wir jetzt halt irgendwie sind? Nee. Vor. Aber wenn das deine Schlussworte sind, dann könnte ich sagen, man muss keine Angst haben, dass man im Sommer in der Türkei schwitzt. Ja.
Ja, also da hat man echt, wir hatten auch schon ganz andere Tage, aber es ist wieder kühl geworden. Daheim hat es 34 Grad. Ja, und wir sitzen hier mit den Jacken. Und, ja, genau. Wir haben, glaube ich, gerade mal so, also keine 20 Grad irgendwo. Und es hält sich in der kurzen Hosen aus, aber du brauchst eine Daunenjacke oben drüber. Sonst wird es eng. Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare von dem Ding. Ich habe das noch nie gemacht, so einen Podcast hochgeladen. Wie euch das gefällt. Und ich glaube, da kommen natürlich auf diese Art und Weise ein Haufen Infos rüber. Und vielleicht wisst ihr irgendwas, was euch noch interessiert. Schreibt es rein und teilt uns das mit. Ja, und ob euch das generell so taugt und so weiter. Und wie sagt man in der Türkei? Gülle, Gülle, auf Wiedersehen und macht's es gut. Da mal auf Bayerisch sagen. Bis dann. Macht's es gut.